06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Torben, das 2:0 Auswärtssieg bei Alemannia Aachen, das war heute unterm Strich auch absolut souverän. Ja, hast du eigentlich gut zusammengefasst. Wie gesagt, wir hatten schon wieder Chancen, da können wir es sogar ein bisschen deutlicher machen, aber im Endeffekt, wie gesagt, 2:0 gewonnen, auswärts in Aachen. Ich glaube, für alle ein schönes Erlebnis, Steffen 2:0 geblieben, das freut mich sehr. Und von daher freuen wir uns, glaube ich, jetzt auf die Rückfahrt und ja, alles gut. Und selbstverständlich war es ja heute nicht, ihr hattet mit vielen Ausfällen zu kämpfen, du hast es gesagt, ein Steffen ist reingerutscht, aber insgesamt hat man es als Mannschaft wieder aufgefangen. Ja, doch, ich glaube schon. Wir haben heute eine super Mannschaftsleistung gemacht und man sieht halt auch, dass die Mannschaft super intakt ist. Von daher hat die Mannschaft heute diese schwierige Woche, die wir hatten mit den ganzen Ausfällen, glaube ich, sehr, sehr gut gemeistert. Und du dich einmal mehr mit einem Tor belohnt. Ja, aber ich ärgere mich auch schon wieder. Ich kann das 3:0 machen, zweite Halbzeit, wo ich so halb schräg allein auf dem Torwart zu laufe. Das ärgert mich dann schon, aber klar, auch mal wieder, ich glaube, Wego hat auch getroffen, freut mich auch, dass wir wieder auf einer Höhe bleiben. Von daher passt alles genau. Ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen für euch beide oder ist das eigentlich gar kein Thema? Nein, das ist kein Thema. Haben wir noch nie zum Thema gemacht und ich denke auch nicht, wir beiden machen das auch nicht zum Thema. Ich würde mich freuen. Ich muss den Pulli heute auch noch einen querlegen, dann trifft er auch endlich, also macht er auch sein drittes Tor. Von daher, es ist egal, wer die Tore schießt. Natürlich für einen selber freut es natürlich auch irgendwie, aber im Endeffekt, wollen wir als Mannschaft die Spiele gewinnen und das machen wir aktuell auch. Sascha Hildmann, es ging mit ein wenig Sorgenfalten heute nach Aachen, aber ich glaube, nach den 90 Minuten kann man die mal entspannt beiseite streichen. Ja, also so richtig entspannt bin ich jetzt noch nicht. Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, wie sie die ganze Woche weggesteckt hat. Pokal plus die ganzen Corona-Infektionen von den Jungs, die Gott sei Dank alle sehr gar keine Symptome haben. Das war uns sehr, sehr wichtig. Und dann ist Max heute Morgen noch mit dem Magen-Darm-Virus ausgefallen. Also boah, ich habe auch vor dem Spiel gesagt, wir müssen ganz, ganz eng zusammenrücken jetzt und versuchen, das Spiel für uns zu entscheiden. Wir hatten mit Maxim Schröder und mit Noah Klott noch 2:19 Spieler dabei. Die sind auch noch zu ihren Einsätzen gekommen. Mussten mit Dennis Bindemann und mit Robin Ziegele zwei verletzte Spieler mitnehmen, weil sie wären nur in der äußersten Not irgendwie reingekommen. Also es war schon eine harte Woche. Umso glücklicher bin ich über diesen Sieg. Die Jungs haben sich unwahrscheinlich gut verkauft. Leider, ich muss es sagen, es ist mir auch jetzt gerade wurscht, aber so viele Chancen in der zweiten Halbzeit. Mein Gott, ehrlich, ich dachte, du musst einfach das Dritte dann noch machen. Aber jetzt sind wir mal nicht so, freuen uns jetzt und über das Spiel, über die 3 Punkte und tut verdammt gut. Umso schöner, dass die Mannschaft dann mit Steffen zusammen, aber vielleicht ja auch für Steffen hinten die Null gehalten hat. Ja. Dann kann man über die Chancen zum Glück hinwegsehen. Wir haben alle hinter ihm gestanden, wir haben ihn gepusht und versucht, Selbstvertrauen zu geben. Er hat es auch gut gemacht, in einer Situation war er da. Und deshalb freue ich mich auch für den Jungen und ich freue mich einfach für alle, für die Fans, die mitgereist sind. Leider nur 200, ich glaube, es wären gerne mehr mitgekommen. Nächster Heimspiel freuen wir uns auch wieder. Steffen Westphal, jetzt sind die 90 Minuten rum, der Puls kann so langsam wieder ein bisschen runterkochen. Wie war es heute Morgen, als du dann die Nachricht bekommen hast, es geht zwischen die Pfosten und nicht nur auf die Bank? Ja, war natürlich für mich eine super Nachricht, auch wenn mir das natürlich für Max sehr leid tut. Auf dem Weg auch nochmal gute Besserung. Ich habe mich gut vorbereitet, wie jedes Mal, wenn ich mit dabei bin. Und von daher, ich war bereit für heute und ich denke, wir, die komplette Mannschaft, wir haben das super gelöst heute. Also hinten die Null gehalten, besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen in dem Debüt. Auf jeden Fall, also 2:0 ist natürlich immer geil, freut mich jetzt auch und jetzt geht's weiter. Debüt war es ja auch geil, war ja dein zweiter Einsatz trotzdem. Im Tivoli ist es nicht irgendein Stadion, gerade in dieser Liga. Wie viel Bock hat es dann auch gemacht, heute mit den Jungs da rauszugehen und die Punkte zu holen? Ja, also als ich natürlich das Stadion hier gesehen habe, das war ein riesen krasser Eindruck auf mich. Natürlich pusht einen das nochmal mehr, da gibt man nochmal extra 120% vielleicht. Und einfach ein geiler Tag heute für mich, super. Danke. Simon Schäder wieder reingerutscht, die 0 gehalten, 2:0 gewonnen, alles super. Ja, also ich glaube im Großen und Ganzen sind wir natürlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich glaube, wie in den letzten Wochen, Monaten hätten wir auch das ein oder andere Tor mehr draufpacken können. Müssen vielleicht auch. Aber jetzt auch nach der Woche mit viel Turbulenzen, glaube ich, die wir hatten, mit den ganzen Corona-Fällen, dann Max heute noch kurzfristig ausgefallen. Dafür haben wir es eigentlich relativ gut weggesteckt. Ich glaube, man hat nicht großartig gemerkt, dass wir da so eine Woche hinter uns hatten. Und deswegen muss man dann auch den Hut vor allen ziehen. Ich glaube, nicht nur von der Mannschaft, vom Betreuerstab, Trainerstab, alle, die jetzt die ganze Woche da irgendwie von betroffen waren, haben ihren Teil heute dazu beigetragen, dass wir dann so ein erfolgreiches Spiel auch abliefern und zufrieden nach Hause fahren. Was war der Schlüssel, dass ihr Aachen ja eigentlich über 90 Minuten weitestgehend unter Kontrolle hattet? Ja, ich glaube, wir haben einfach von Anfang an versucht, halt unser Spiel durchzudrücken. Klar wussten wir, dass Aachen sehr, sehr viel mit langen Bällen spielt. Das war, glaube ich,
das einzige Mittel, was sie so ein bisschen gebraucht haben. Und wir mussten dann halt einfach die zweiten Bälle und ersten Bälle in Kopfballduelle gehen und dann klare Bälle spielen. Das haben wir eigentlich gemacht. Ich glaube, Aachen hatte eine Chance im ganzen Spiel, wo man sagen kann, da hätte es mal gefährlich werden können. Deswegen im Großen und Ganzen haben wir es echt gut verteidigt und ja, hinten raus müssen wir natürlich das Spiel früher entscheiden. Du musstest auch ein bisschen auf deine Chance wieder warten, reinzurutschen. Dann heute sogar mit Kapitänsbinde. Macht dann auch wieder Bock, auf dem Platz zu stehen. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe das jetzt die letzten Wochen so angenommen. Das war natürlich dann auch immer, ja, man will natürlich immer spielen, ist ja ganz klar. Und dann heute die Chance wieder zu kriegen, dann bin ich dann durch Max Ausfall dann halt auch mit der Kapitänsbinde aufgelaufen. Und ja, ist natürlich ein schönes Gefühl und dann auch mit dem Sieg nach Hause zu fahren.